Mein Name ist Christoph Hers. Wir führen einen landwirtschaftlichen Gemischbetrieb mit 140 Milchkühen, ca. 160 Hektar Ackerbau. Und wir haben heute die Maisernte vor uns, haben heute Morgen gestartet, werden dann bis morgen Nachmittag voraussichtlich brauchen. Haben natürlich allerbestes Wetter dafür erwischt für die Ernte. Ja, Technik setzen wir hier im Grunde genommen den Häcksler vom Lohnunternehmer ein. Ansonsten alles Eigenmechanisierung. Also Kühe bekommen natürlich auch Auslauf. Wir haben die Trockensteher im Außenbereich hier hinter mir zu sehen. Das sind ca. 10% der Herde, die dann Weidegang bekommen, ganzjährig. Hallo, ich bin Hendrik Stahlbock, komme aus Holxen und wir führen ein Lohnunternehmen, ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen mit eigenem Ackerbau und sind momentan jetzt in der Maisernte mit 3 Häckslern und 13 Abfahrfahrzeugen in Gange. Thank you.
Mein Name ist Friederike, ich bin hier Herdenmanagerin auf dem Betrieb der Büsch GbR. Hier im Milchviehstall haben wir 120 Milchkühe, die werden an 2 Melkrobotern gemolken. Man sagt dazu auch freier Kuhverkehr, also die Kühe können den ganzen Tag machen, was sie wollen. Das Futter, was die Kühe hier bekommen, besteht aus Gras- und Mais-Silage. Außerdem sind da Getreide- und Kraftfutterkomponenten enthalten, sodass die Kühe im Moment einen Schnitt von 38 Litern geben, womit wir auch sehr zufrieden sind. Genau, und hier sieht man zum Beispiel eine unserer Kühe, die fast die 100.000 Liter erreicht. Also wir sind besonders stolz auf unsere alten Kühe. Die Kühe haben nicht nur eine Kuhbürste bei uns im Stall, sondern können sich auch, wenn es warm wird, unter die Kuhdusche stellen und genießen das ziemlich. Eine Kuh hat Hitzestress ab 15 Grad und dann stellen wir auch die Duschen an. Hier sehen wir unseren Melkroboter, das ist ein Astronaut A4. Er sucht damit Hilfe des Lasers einmal die Hitzen. Und die Kühe gehen ja so 2 bis 3 Mal am Tag in den Melkroboter und melken pro Mahlzeit so 8 bis 15 Liter, je nachdem, wie ihre Leistung ist. Ja, hier befinden wir uns an unserem kleinen Hofladen, wo wir regionale und auch eigene Produkte verkaufen, wie zum Beispiel Milch oder auch eigenen Käse, den wir herstellen lassen. Und hier ist dann unsere Milchtankstelle, wo ihr euch Milch zapfen könnt. Und hier drüben finden wir dann die anderen Produkte. Fleisch von unseren eigenen Tieren, sowie Leberwurst, Corned Beef zum Beispiel, Salami, Eier auch von unseren eigenen Hühnern, verschiedene Käsevarianten. Bratwurst, Pfefferbeißer sowie regionale Produkte vom Imker oder von der Bäckerei Rasche.